Herzlich willkommen zurück zu The Forest. In der letzten Folge waren wir bereits dabei, uns die Hängebrücke zu bauen. Und an der werden wir jetzt nämlich auch erstmal weiterarbeiten. Dass wir die nämlich mal fertig bekommen. Huch. Und dann werden wir mal auf die Suche nach einer Höhle gehen. Wäre jetzt so meine Idee. So, ein paar Bäumchen brauchen wir noch. Na, wollte schon sagen, mach doch jetzt sich schon schlapp. So, Baum fällt. Jetzt gar nicht. Haben wir nicht irgendwo so einen Wagen gehabt? Ach, Bambi. Ah ja, unten. Am Strand. Vielleicht sollten wir uns mal hier oben einbauen. Wo waren die? Logsled. Genau. Wenn wir hier schon den Vorteil haben, dass die ganzen Büsche hier sind. So. Dann haben wir den schon mal. Dann machen wir uns das Inventar nochmal mit Stöckern voll. Und bevor wir auf die Suche nach der Höhle gehen... Nanu? Unsichtbarer Busch? Okay, dann halt nicht. Dann werden wir uns vorher nochmal eine Tarnung bauen. Nein. Den könnten wir doch schon mal irgendwie voll machen. Oder haben wir den schon voll gemacht? Ah ne, da. Wollte schon sagen. Dann können wir vielleicht mal unsere Axt färben. So. Die nehmen wir jetzt wieder in die Hand. So, wo haben wir unseren Wagen? Ach, da. Dann wollen wir doch mal eben einkaufen fahren. Ach, den kann man wieder nicht fällen. Aber das ist immens, was so eine Hängebrücke an Baumstämmen verbraucht. Das ist schon... Das lohnt sich ja fast gar nicht. Da müssten die Entwickler echt noch mal ein bisschen dran arbeiten. So, jetzt finde ich den Wagen nicht da. Ja, wenn wir jetzt schon hier sind, dann können wir die auch gleich ranfeuern. Zuerst haben wir auch noch genug. Müssen nämlich gleich noch mal eine Kleinigkeit knabbern, sonst macht er hier gleich wieder schlapp. So, Baum fällt. Oha. Zum Glück sehen die mich nicht.
Ja, komm, wir knabbern mal eine Kleinigkeit. Und Schuss! Nein! Oh, wie schlecht. Sag mal. Das ist ja voll die Verarschung. Drei Pfeile. Gut, der eine ging ein bisschen zu hoch, der andere zu tief. Dann brauchen wir wohl erstmal wieder ein paar Federn. Mist aber auch, ey. Weil Federn hatten wir, glaube ich, nicht mehr viele. Ja, vier Stück. Ich glaube, fünf Stück brauchten wir. Ja, fünf Stück und fünf Pfeile kommen raus, genau. Immer diese Baumstämme, die man nicht fällen kann. Ärgerlich. Aber kann man nichts gegen machen. Oh, oh, der fällt ein bisschen. Nein. Andere Richtung. Gut, das wollten wir jetzt eigentlich nicht so haben, aber ist schon okay. Ich sehe gar nichts. Da. Huch. Nein. So, der Tanz mit dem Wagen. Ich bin ja echt gespannt, ob die Hängebrücke auch wirklich begehbar ist. Da bin ich gleich richtig gespannt, wenn wir fertig sind. Nanu? Ach, da ist der. Toll. Wo habe ich den jetzt hingeworfen? Da. Wo war der Wagen? Ach, da vorne. Na, schon mal richtig ausrichten. Dann brauchen wir nämlich nur noch geradeaus fahren. Da sind noch zwei. Hat er gleich zwei auf einmal genommen? Auch okay. Oha. Gesellschaft. Vielleicht sollten wir auch erstmal ein bisschen schlafen. Ist vielleicht ganz sinnvoll, mitten in der Nacht. Oh ja. Schnell hoch. Bevor die nämlich in unsere Richtung kommen. Sehen tue ich sie jetzt nicht, aber na komm, wir schlafen einmal schnell. Einmal speichern und einmal schlafen. So.
runter mit uns. Ja, oh, das sieht gut aus. Ein bisschen feige sind wir ja schon, aber... Gegen so einen Fünfertrupp oder wie viele da auf einem Fleck rumlaufen? Da sollten wir uns nicht unbedingt mit schlagen. Das hört sich auch immer an, als wenn die geschlachtet wären. Halt bloß in die richtige Richtung. Oh nein, jetzt dreht er sich. Oh, das passt aber. Na. Oh, das ist weit, weit entfernt. Ich frage mich aber, ob wir einen Höhleneingang finden. Vor allem, wo die sind. Ich schätze mal irgendwie vom Strand aus. Ach, ist schon voll der Wahn. Vor allem, was es wohl in den Höhlen so gibt. Vielleicht auch neue Waffen? So, noch drei. Eins. Und der dritte liegt da auch noch. Da ist er. Na, das sieht doch schon mal gut aus. Tatsache, funktioniert sogar. Müssten wir rein theoretisch da drüben noch eins bauen? Aber das sieht auch aus. Die Brücke da mitten drunter. Hier geht's ja noch, aber da drüben, das sieht irgendwie aus wie Kraut und Rüben. Wir sollten uns vielleicht auch einfach einen Sicherheitsbereich bauen. Dann können wir wenigstens ohne Probleme hoch und runter. Na, sag mal. Okay. Na, das klappt ja gut. Das kleine Stück kann man also nicht einfach hochspringen. Mhm. So. Einen kleinen Garten könnten wir uns hier mal hinbauen. Achso, zwei Baumstämme. Mm. Und vielleicht eine Falle.
Oh, der fällt doch gut. So. Das hätten wir. Ich weiß nicht, sind hier viele Hasen unterwegs? Mehr Waschbären, ne? Die Büsche machen wir mal weg. Ja, was machen wir? Gehen wir erst auf die Suche? Fallen gibt es eigentlich auch einige schicke. Könnte man die vielleicht auch reinlocken? Ist nur die Frage, wie rum lösen die aus? So, 4 Baumstämme. Oh, er hat Hunger. Dann kriegt er auch gleich was. Komm, generier dich kurz. So. Was brauchen wir jetzt noch? Kleine Äste. Ja, wir müssen dringend was essen. Das machen wir jetzt auch als erstes. Wo war unser Lagerfeuer? Hier. Da vorne wird sich vielleicht doch eine Hasenfalle lohnen. Wo waren die hier? Ah ja. Nein, nicht essen. So, schnell knabbern. Dann bauen wir die Hasenfalle noch fertig. Na? Wird doch wohl jetzt nicht verschwunden sein. Na, das sieht aber fast danach aus. Dann müssen wir uns auch dringend auf die Suche machen.